Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal ein bisschen anders. Wir haben ja so eine Affenhitze gerade in Deutschland. Das ist so heiß. Unglaublich. Und ich habe gerade nur so eine Erholungspause im Garten und richtig Lust, ein kleines Video zu drehen. So, und da habe ich euch mal mitgenommen. Heute bin ich mal nicht komplett bekleidet wie sonst. Ich muss auch mal die Haare aufmachen. Ich habe mich heute beim Nacken verletzt und geht gerade nicht anders. Trägt jetzt gerade mal meine Haarpracht nicht mehr. Ja, und ich bin im Garten, konnte mich gerade schon mal ein bisschen erholen, habe so viel Kraft tanken können, dass ich jetzt gesagt habe, ich schlawiner noch mal durch den Garten, tingle ein bisschen rum für euch. Ich möchte euch den Garten zeigen. Das ist mal ein kürzerer Gartenrundgang, als ihr gewohnt seid. Obwohl, ich rede über was in der Zukunft passiert und das läuft ja bei mir immer so nach Gefühl. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, ob das so eintrifft, wie ich das gerade sage. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, es gibt bald einen Gartenrundgang oder der nächste Gartenrundgang wird interessant und das wird er auch. Das wird dann auch ein großer, aber der heute wird anders, denn ich werde noch nur begrenzte Zeit können. Ne? Wie gesagt, ich habe mich verletzt, aber es ist so schön gerade, dass ich euch mitnehmen möchte bei dem, was ich gerade so im Garten wahrnehme. Und das machen wir ein bisschen auf Entfernung. Nicht so wie sonst, dass ich jetzt überall reingehe. Das wird dann im großen Gartenrundgang passieren. Ach, hier flog gerade meine Amsel durch. Ja, und ich lege einfach mal los, weil ich Worte habe ich sowieso nicht mehr. Ich bin maximal anschlagprivat. Wie soll man sagen? Ich habe irgendwie 16, 17 Stunden Tage, könnte man so sagen. Bin ich da richtig? Wenn nicht sogar mehr. Und habe mega viel um die Ohren. Egal. Ich will jetzt gar nicht so viel, aber so ist es. Ich habe gerade Pause im Garten. War maximal Anschlag. Ich konnte auch nicht mehr diese langen Tage auf so lange Zeit. Da habe ich jetzt meine Pause gekriegt. Das sollte so sein. Und ich habe auch nicht erwartet, das, was bei mir jetzt so anliegt. Oh, ich bin nicht allein, sehe ich gerade. Also die Pause tat auf jeden Fall gut. Ich bin guter Laune, auch wenn mein Kopf sagt, Error, kann nicht mehr. Habe ziemlich viel Bürokratie gerade um Ohren und dann noch einiges im Privaten, sodass ich diese Pause auch echt dringend brauchte, weil einfach nichts mehr ging. Ich sag mal so, ich habe mich jetzt nicht hier hingezwungen, ich habe die Pause geschenkt bekommen. Auch wenn ich so mental vorher schon gut drauf war, war das für meinen Körper das, was er jetzt brauchte. Ich sag, die Natur heilt. Mir geht es gerade schon wieder so. Und hatte gerade ein bisschen Hängematte-Zeit. Hab dann bei der Affenhitze einfach mal baumeln lassen im Schatten. Und das war so angenehm. Ich konnte den Vögeln zuhören. Also übrigens, in meinem Garten, ne, ich habe gesagt, geht auch gleich los. In meinem Garten haben super viele Vögel gefunden. Drosseln haben hier ja genistet. Kohlmeise immer wieder da, die Zaunkönige, die trällern rum regelmäßig, immer wieder, egal wann man dann mal da ist. Und jetzt tingle ich mit euch durch meinen Garten. Und wo fange ich denn nochmal an? Ich möchte ja nicht unbedingt Schatten werfen, aber ich versuche es mal hier in dieser Ecke. Ich habe es ja schon mal gezeigt. Ja, ihr sollt jetzt eigentlich nur einmal ein bisschen Gartenrundgang genießen. Übrigens einmal, so sieht es hier aus. Ich habe ein neues Fahrrad ergattert für einen glatten Zehner. Super geiles, altes Rennrad mit einem anderen Lenker, anderen Sattel. Aber kommt mir echt zugute, weil auf dem anderen Rad konnte ich nicht fahren. Der Sattel taugt einfach nichts und da fehlt ja der nötige Groschen, um sich da mal was Ordentliches anzuschaffen. Somit bin ich sehr glücklich, das Rad zu haben, denn ich bin ein bisschen mobiler geworden, weil das echt leichter zu fahren ist. Ja, und guckt euch das mal an. Hier haben wir die wilde Karde. Also echt vielen Dank in den Kommentaren, dann konnten wir das Ganze aufklären. Ich finde es immer wieder toll, wie wir uns weiterhelfen. Ein ganz besonderes Gewächs, wie ich finde. Hier, guckt euch mal die Zähne an, da an den Blättern. Das ist schon knackig und drin sind sie dann auch nochmal. So, ich will sie nicht belästigen wie letztes Mal, aber die soll nachher richtig schön blühen, auch was ich so an Fotos im Internet gesehen habe. Werde ich euch nicht spoilern, werde ich dann in den Gartenrundgang sehen. So, und hier war ja der Flo richtig, richtig fleißig und hat hier das Kiholbeet freigemacht. Ich glaube, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, habe ich gerade nicht mehr in der Birne. Kompass, richtig geile Erde. Bei mir ist gerade alles trocken wie Sau. Ihr seht selber, es ist nicht gemulcht. Wie gesagt, ich habe nur begrenzt Zeit gerade. Und das kommt aber, ich habe mal bei Flo angefragt fürs Wochenende. Mal gucken, ob er Samstag mal wieder dabei ist.
Aber das Ding hat er hier alleine gerockt, ja. Und derweil ist hier eine Pflanze reingefunden, und zwar eine leckere Zucchini. Die habe ich vom lieben Herbert gekriegt. Da war da nachher ein Übel. Warum soll ich da Nein sagen? Unter dem Apfelbaum, die laufen gar nicht so gut. So, und hier kommt dann ein bisschen nach, was jetzt irgendwie keimen möchte. Und bevor die nächsten Sachen reingehen, dann wird da nochmal ein bisschen gehakt. Ich find jetzt nicht das richtige Wort, sorry. Mein Kopf will einfach nicht mehr. Ja, viele wundern sich, wie ich das immer so fließend hinkriege hier. Das ist einfach, weil ich mich fallen lasse, loslasse und die Dinge laufen lasse. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht auch schneide. Ne? Also fallen auch mal Sachen weg. Ich stehe dann hier irgendwie 3-4 Mal und es geht halt nicht anders. Aber es ist halt so, weil ich gerade in meinem Garten bin, in der Natur. Da außerhalb meines des Gartenzauns sieht es dann wieder anders aus. Wobei ich natürlich auch Momente in der Natur habe, aber ich muss sagen, es ist ja schon so lange jetzt. Das ist eine ziemlich brutale Zeit. Und aber hier, das ist so meine letzte Ecke, die mir unglaublich viel Kraft spendet. Und das merkt man, glaube ich, jetzt auch gerade. Ja. So, alles trocken, ich weiß das. Bevor das jemand in den Kommentaren schreibt, wird bestimmt kommen. Ist immer so. Warum mulchst du nicht? Warum hast du nicht? Ne, ich habe 100% Akku. Und wenn er da ist, ist er halt da. Und es ist auch so, dass man das Schritt für Schritt macht und nicht immer gleich alles. Es ist ein Permakulturgarten entsteht, der ist nicht von vornherein da. Und das bedarf ein bisschen Zeit und einen gewissen Aufbau. Also an alle da draußen, die in dieser Richtung unterwegs seid, lasst euch Zeit. Weil ihr könnt auch diese ganzen Erfahrungen, die schenken euch so viel, das verspreche ich euch. Jetzt bin ich gerade mal ein bisschen berührt, weil ich an einen Kommentar denken musste. Jetzt muss ich ein bisschen leiser werden, die Nachbarin ist da. Ich grüße einmal, hallo. Ich habe einen Kommentar gekriegt von jemandem, der in dieser Zeit obdachlos geworden ist, also Arbeit verloren, alles verloren, wirklich alles verloren. Müssen wir unter den letzten Videos gucken, das hat mich so mega berührt. Ich habe zu Hause gesessen und geweint, wirklich. War auch nicht alleine und das war so berührend, das ging ein paar Minuten. Ja, was ihr da draußen halt nicht wisst, und das werde ich jetzt auch nicht ausbreiten, nur im Kleinen. Ich war im Januar 2 Stunden davon entfernt, obdachlos zu werden. Ich hatte nur eine blaue Tasche stehen, habe mein ganzen alles schon abgeschrieben und dachte auch, dass ich das nicht mehr schaffe, auch körperlich, krankenhausreif etc. pp. Und als ich das dann las, der hat sich halt gemeldet, oh, ich bin gleich nicht alleine. Moment, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Jetzt kann ich über sowas nicht so frei reden. Den Namen habe ich gerade vergessen, ich bin nicht so gut im Namen merken. Bin ich hier alleine? Ja, ich setze mich mal in meinen alten Strandkorb. Also der Kommentar war einfach so, dass der wird noch restauriert, das ist ein Projekt noch. Da hat jemand einfach alles verloren und wohnt im Garten. Und hat mir dann geschrieben, ich kriege das gar nicht mehr auf Reihe. Auf jeden Fall, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, wie ich weiterreden soll. Das war einfach, mich hat das auch gerade ein bisschen rausgebracht. Und meinem Nacken geht es hier drunter nicht gut. Oh Mann, passiert. Leben passiert. Und das ist jetzt so. Auf jeden Fall, du da draußen sei gegrüßt. Er hat mir auf jeden Fall davon berichtet. Lars, du hast recht, Natur heilt. Er hatte hammer viel Angst davor, obdachlos zu werden. Und wohnt im Garten, ist ja nicht ganz obdachlos. Ich weiß nicht, wie ich das gerade richtig sage. Also es soll sich bitte kein angegriffen fühlen. Ich finde einfach gerade nur die richtigen Worte nicht. Auf jeden Fall fehlen mir jetzt die Worte. Ja, auf jeden Fall hat mich das berührt und für mich hat sich das so angefühlt, dafür alles, was ich hier so gemacht hat sich deswegen schon gelohnt, weil
dieser Mensch hat einfach die Heilung durch die Natur erfahren und es geht ihm viel besser. Und ja, ich weiß gar nicht, ich versuche euch das Video rauszusuchen und werde euch das jetzt oben rechts verlinken. Guckt da mal drunter, ich werde die Nachricht anpinnen. Da du öffentlich geantwortet hast, gehe ich davon aus, dass es für dich okay ist. Ich finde das echt großartig, das hat mich echt umgehauen. Ja. So, zurück in den Garten. Jetzt muss ich mal auch hier rauskommen. Das war nicht geplant. Ja, Dinge, Leben passiert halt. So, gucken wir hier mal rum. Hier haben wir. Hier hat eine Station. Oh, ich muss erstmal wieder reinkommen, das war gerade viel. Ja, hier sieht es so aus, ziemlich verwildert. Also die Kartoffeln sind etwas größer, das könnt ihr sehen. Hier vorne ist Grünkohl drin. Dann haben wir hier, ach, ich mache das mal lieber so, damit der Schatten nicht so drauf ist. Ihr könnt das auch gut erkennen, da eine Spur mit Mangold. Der Spinat ist ziemlich schnell in die Blüte gegangen, konnten wir also vergessen. Rote Gartenmelde mal zwischen hinten Salat, schon ordentlich geerntet jetzt zuletzt. Da waren wir bisher noch gar nicht bei, aber jetzt auf jeden Fall geerntet. Flo, du kannst dich auch gerne beim Salat bedienen, das weißt du. Das weiß er sowieso, der hat schon irgendwas mal mitgenommen. Auch Radieschen, aber ich habe hier schon sehr viel ausgedünnt, ich brauche da gar nicht näher ran. Das ist hier so eine Rankhilfe für die Erbsen. Mache ich immer so irgendwie Stöcke in den Boden jetzt. Und hier ist das Feld mit Tomaten und Kohlrabi. Ihr könnt das sehen, die sind größer geworden. Und bei den Tomaten habe ich mit dem Ausgeizen schon aufgepasst. Ich habe übrigens auch schon eine Tomate mit Blüten dran, die ist dann vorne beim Bunker. So, ich habe jetzt überhaupt keine Ruhe mehr. Und zwar sind hier jetzt der Obmann gekommen und noch ein paar Barbedienste hier nebenan sind ja unten Bahnschienen und ein Bahndamm und das wollten sie sich irgendwie angucken. Und ja, jetzt stehe ich hier und bin ziemlich gestresst, weil ich kann sowas gar nicht. Die wollten jetzt hier gerade spontan rauf und boah, da kam eine negative Energie. Ja, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Ja, und ich muss dahin, Pause, ich melde mich gleich wieder. So kann es gehen, totale Unterbrechung, aber ich bin jetzt wieder in meiner Kraft, mir geht's gut, ich hatte auch gerade Besuch noch im Garten. Sehr schönes Gespräch entstanden am Gartenzaun mit meiner neuen Nachbarin hier, die noch nicht so lange da ist. Und ja, so ist Gartenleben. Wenn man eine Parzelle hat, da ist halt auch mal Action. Und zwar habe ich jetzt erfahren, der Obmann war da, Bahnbedienstete, ich glaube, das hatte ich gerade schon gesagt. Und die wollten sich hier den Wall angucken, zu den Bahnschienen und haben über Schallschutz und solche Sachen geredet. Das nicht so schön, weil da hinten richtig schön und wenn da eine Wand vorkommt, wäre das echt doof, auch für die ganzen Tiere dort. Deswegen, naja, das, da wird halt noch drüber geredet, die waren auch alle nett und so und ja, jetzt wollen die sich das da angucken noch. Ja, so, ich muss noch mal ein bisschen abseits, weil die Nachbarn sind noch ein bisschen näher, ich will da keinen draufkriegen aus Versehen und auch nicht irgendwie gesprächemäßig. Deswegen ein bisschen aufpassen. Also, hört mir bei der zu, wo war ich? Schallschutz, Bäume kürzen, gefällt mir alles gar nicht. Aber es ging darum, dass es Umsturz gefährdete Bäume sein können und die haben da ja auch dann die Auflagen. Oh, ich sehe gerade was. Ihr seid dreckig. Einmal so. Das ist besser, oder? Ein bisschen besser. Na, nicht ganz optimal. So, ich wollte doch eigentlich euch meinen Garten zeigen. Habe ich irgendwas verstellt? Ne, das läuft noch alles. Wunderbar. Guckt euch das mal an. Meine Bienenweide kommt. Ist gut besucht gerade. Hier haben wir ein paar wunderschöne Wildbiene. Oh, ich muss meinen Kopf mithalten. Hier, bom, bom, bom. Hier ist schon richtig was los. Guckt euch das an. Tiere in meinem Garten. Heute übrigens die erste Kornblume entdeckt. Da ist blau in der Mitte. Und so sieht das gerade aus. Auch hier, gerade waren auch noch. Also wird alles angeflogen. So sieht das aus. Richtig schön. Ja, in der Ecke war ich ja schon. Hier habe ich über das Mulchen geredet. Also ich mache ja so die Reste, die wir hier überall rausgezogen haben. Schafswolle, Step by Step, alles wird eingearbeitet. Hier soll noch gemulcht werden. Ich habe heute Morgen gegossen. Das könnt ihr da eigentlich auch noch sehen. Da. Da die rechte Stelle. Somit haben die Pflanzen dann doch erstmal genug im Moment.
Und ja. Übrigens, der Foodsharing-Stand wurde dieses Jahr richtig gut angenommen zum Verteilen von Jungpflanzen. Auch eine gute Sache. Da wird ja auch nochmal beigegangen. Ja, so, mein Garten, wie sieht er weiter aus? Hier könnt ihr das sehen. Das Milpa-Beet, soweit ist es. Da vorne sind noch Jungpflanzen, die Kohlrabis. Die haben jede Menge Sonnenblumen. So, war noch eine kleine Unterbrechung, weil ich möchte die Privatsphäre schützen von den Menschen, die natürlich hier mal vorbeikommen oder nebenan sind. Und ja, Gespräche sollen halt nicht drin, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Und somit habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo ich hier gerade war. Also nochmal hier die Geschichte mit dem Milpa-Beet. Hier vorne war ich mit den Pflanzen dann gerade nochmal bei. Hier haben wir die Nachtkerzen. Dann haben wir hier die Königskerze. Hier nochmal Nachtkerzen. Und die finden sich überall mal so zwischen da hinten auch. Ja. Und zeigenswert, falls du zusiehst, ich habe sie irgendwann mal gekriegt und habe da die Beetecke nicht fertig gekriegt, aber sie hat bis heute überlebt. Übrigens, vielleicht könnt ihr nochmal weiterhelfen, wie der heißt. Das war jedes Jahr dabei, über die letzten 2 Jahre. Ich habe wieder den Namen vergessen. Och, guckt mal hier, richtig gut was los. Die Fazilia ist auch echt eine schöne Pflanze. Ja, hier haben wir dann noch ein Bäumchen, was auch immer. Vielleicht erkennt das schon einer und kann weiterhelfen. Hatten das ja schon mal ein bisschen in Diskussionen, in Kommentaren. Boah, jetzt ist echt überall was los. Also, das geht ab. Übrigens, ich beschädige, das war ja so Anfängerfehler, niemals für Bienenhotels die Löcher so reinbohren. Das funktioniert nicht. Die Tiere verletzen sich. Flügelchen, habe ich selber alles feststellen dürfen. Bei der Geschichte ist jetzt so alt und morsch und das ist schon so weit. Das wird auch nicht mehr wirklich genutzt. Obwohl, hier sehe ich noch 1, 2, 3 Dichte. Da, dass ihr das auch nochmal kennt. Ja. So sieht das hier derweil aus. Und wir stiefeln nochmal weiter, weil da hinten ist es richtig schön. Ihr könnt hier so ein bisschen Sensreste sehen. Also ich habe richtig viel zu tun mit Sensen. Vielleicht ist mein Nacken deswegen auch so im Eimer. Ja, und die Lupinen, das ist auch richtig schön gut besucht. Jetzt im Moment gerade mal nicht so, sehe ich gerade. Ich sehe nur eine Biene. Aber ich kann euch sagen, die Hummeln haben das richtig gerne. Ja. Oh, die anderen Farben richtig, richtig schön. Ich mag das. Und hier ist ja auch noch einiges. Da wie eine Königskerze, das müsste Beifuß sein. Apropos Beifuß, da sind wir auch in der richtigen Ecke. Gehen wir mal hier weiter. Und zwar, die Tomatenpflänzchen hier sehen so aus. Ich habe ja noch die besondere Erde gekriegt und konnte ein bisschen was reintun. Und hier oben Beifuß-Thema hatten wir gerade. Ich tingel da mal hin, mal gucken, ob wir jetzt auch welche vorfinden. Hier befinden sich nämlich Käfersägen, befinden sich hier. Da könnt ihr den sehen. Ich will den jetzt nicht nerven. Auf jeden Fall war hier zuletzt alles voll. Die werden sich jetzt bei der Hitze bestimmt verkrochen haben. Dann haben wir hier nochmal die Kartoffeln, die echt mega aussehen. Wenn wieder Mulchmaterial anfällt, kommt hier überall was zwischen. Hier ein Teschal. Hier Blüte gehen, lila Radieschen, da möchte ich Saatgut von haben. Mein Gefühl, immer noch die Stoppelrübe, dass sich da was gekreuzt hat. Ja, die dicken Bohnen hat sich hier durchgesetzt. Ich habe auch vereinzelt Borage im Garten. Hier haben wir Rotkohl und die Tomaten. Die ist hier irgendwann mal beim Sturm umgeknickt. Da kam nichts. Oh, da kommt eine frische kleine neue, wisst ihr was? Die nehmen wir. Die nehmen wir. Und auch wenn hier eine Blüte dran ist und das gegangen wäre, die hatte ich vor zu ersetzen. Das ist kein Bruch. Roter Russe hieß die Sorte. Guck mal, nimm mir doch das. So gleich geregelt. Eine Tomate habe ich heute beim Gießen vergessen. Das war diese jene. Ist draufgegangen. Die hatte ich noch vorne ergattert. Hatte jemand, der Herbert, glaube ich, war es genau, nochmal noch ein bisschen was rein. Die anderen sehen hier so aus und es sind überall Blüten schon zu sehen. Ne? Also, Tomatenfreilang geht. Dieses Jahr, ich habe auch ein gutes Gefühl dieses Jahr mit den Tomaten. Wollen wir mal gucken, wie das so mit schlechten stürmischen Tagen aussieht. Der Gartenmelde richtig viel für Salat jetzt benutzt. Die sind richtig groß, die Blätter. Und hier habe ich ein bisschen rumgesenzt. Hier. Oregano. Können wir hier mal durchtingeln. Und überall auch schon Erdbeeren gesehen. Da haben wir eine Erdbeerpflanze. Da hängt ein bisschen was dran da unten. Könnt ihr das sehen? Ja, denkt, das geht. Haben hier Knoblauch und so. Also das sind so Ecken, die warten dann. Samstag hoffe ich da mal ein bisschen was hinzukriegen. Und auch letztendlich mich bis dann erholt zu haben. Ja. Hier habe ich nochmal eine Ecke stehen lassen. Da sind zwar jetzt die
die umgeklappt. Ja, Flo, die kannst du ernten hier. Die können, ne, immer sind voller Nutzen, Gartenkreisläufe mit Küchennutzen, so gut das geht. Da muss man auch erstmal reinwachsen. Das braucht auch seine Zeit. Der eine bringt das schon mit, der andere muss das erstmal lernen, so wie ich. Ja, Jahr für Jahr ein bisschen weiter. Na, wurde ich gestochen? Au. Ja, man sollte achtsam durch den Garten gehen, denn ich habe hier auch Klee. Nein, das war 100% eine Brennnessel. So, der Lee. So, ich lasse derweil sehr, sehr, sehr viel stehen. Das könnt ihr sehen. Hier war ich noch nicht weit dabei. Mir gefällt das aber gut, weil viele Überraschungen kamen. Hier haben wir Rucola, Ringelblumen zwischen. Hier Mohn. Ich hoffe ja immer noch, dass von der Anni, sei gegrüßt, falls du das siehst, das Saatgut aufgeht. Überall verteilt im Garten. Der weiße Mohn lässt sich noch nicht blicken. Aber jede Menge andere. Jetzt im Moment gar kein Farbtupferrot. Oder seht ihr da irgendwo rot? Nee. Der nächste Gartenrundgang hat das auf jeden Fall wieder drin. Hier möchte ich noch mal was zeigen. Da, die Pflanzen sind jetzt so groß. Kommen noch vereinzelt mal Sonnenblumen. Ja, ich habe den Namen vergessen. Ich habe schon Antworten in den Kommentaren gekriegt. Komme ich noch zu, dann wahrscheinlich im ausführlichen Gartenrundgang. Hier eine Lavendel und oh, auch diese Pflanze, echt tolle Überraschung. Zitronenverbene hier vorne, ab ins Wasser, Erfrischungsgetränk. Ja, das ist für mich immer ein Zeichen, wenn ich das sage, weil das gilt auch für mich selber. Ich kann nämlich gut was trinken und ein bisschen ja, mich erfrischen. Ich hing schon gerade unterm Wasserhahn hier. Ja. Heute mal unaufgewickelt der Schlauch. Minimalprinzip, muss ja irgendwie vorangehen. Ja, und die Tomaten hier kann ich euch nochmal zeigen, wie mickrig die sind, und die zeige ich euch mit Absicht, weil mein Gefühl sagt ja, dass das alles was wird, und die anderen da hinten, die dahinter waren, da hinten kennt ihr ja, die sind auf jeden Fall auch gut gekommen und die waren auch so mickrig, sogar noch mit viel weniger Blättern und so, und das hat sich da auf jeden Fall schon entwickelt. Hier die Ecke, ach, da haben wir auch noch Erdbeeren, sollen wir mal gemeinsam nachgucken? Oh, das sieht gut aus, richtig gut, toll, ich glaube, die brauchen Wasser. Aber steht alles gut da und es, ne, ist quasi eine Permakultur. Lauter verschiedene Pflanzen, die sich zusammen vertragen. Hier haben wir sogar die, na, wie heißt sie, die Ackerwindel, die alle nicht so mögen. Übrigens, lieber Flo, wenn man den ja Mitte teilt, ja, dann geben die richtig Gas, und zwar, also das potenziert sich ohne Ende. Da haben wir auf jeden Fall noch richtig zu tun, die rauszukriegen. An den Stellen, wo wir sie nicht haben möchten. Also hier ist so ein Ort, da lasse ich sie. Die werden nachher auch richtig schön blühen. Zeige ich euch dann auch in den Videos. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung für den Garten. Tiere freuen sich. Alle Tiere haben ihre Vorlieben. Und so ist das mit den Pflanzen, dass da je mehr Vielfalt bringt das zu Hause rein. Dieses Jahr geht das richtig ab bei mir. So, guck mal. Wir gehen jetzt nochmal. Lupine und so könnt ihr sehen. Da ist auch wieder eine Wildbiene dran. Und wir tingeln jetzt hier nochmal zu den Erbsen, denn hier hängt auch viel dran. Tada! Jupp, sieht gut aus. Und vereinzelt immer Sonnenblumen. Hier sind auch Erbsen. Das sind so Beete. Hier wurde ein bisschen was gemacht, aber ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Bin mir nicht ganz so sicher. Ja, und Kompost. Ach, da will ich euch noch was erzählen. Und zwar, jetzt muss ich hier rum. Hier ist das Gras ein bisschen länger. Also ich setze mich heute der Zeckengefahr aus. Übrigens, Kokosöl an die Beine. So. Also hier könnt ihr nochmal sehen, beim Kompost, ich hatte gerade noch eine kleine Unterbrechung, weil jemand im Hintergrund drauf war. Entweder hat es ins Video gefunden oder ist es raus. Ich wollte dann auf jeden Fall eine ordentliche Aufnahme und da den Privatsraum respektieren. Da kam gerade ins Gespräch, heute ist richtig was los. Also Kompost, ich hatte doch Bedenken wegen Brombeeren, und die haben sich gelegt, weil es ist eigentlich nur an einer Stelle was gekommen, nicht überall. Und stattdessen ist auch noch Kartoffel gekommen. Hier unten war irgendwie ein bisschen Brombeere. Da, glaube ich. Oder ist das Kartoffel? Ich habe es jetzt übersehen. Irgendwo war Brombeere. Vielleicht war doch alles Kartoffel. Oh, sind meine Haare davor. Verdammt. Ich hoffe, das ging das ganze Video nicht so. Ich bin der Einer. Verdammt. Nee, ich glaube, das ist gut gegangen mit den Dreads. Dass sie nicht voller Linse waren. Aber ich habe die voll vergessen, weil ich hier so mit einem verbunden bin und eingetaucht bin. Und ja, jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit achten, merke ich gerade. Ich muss auch wieder nach Hause. Was haben wir denn jetzt? Oh, 6:30, glaube ich. Ich muss los. Ja,
mit diesem, ja, jetzt, ja, da würde ich sagen, da kommt auf jeden Fall noch ein umfangreicher Gartenrundgang, wo wir richtig in die Beete reingehen. Viel mehr Nahaufnahmen. Ihr konntet vorhin schon sehen, Bildqualität ist echt geil mit diesem Handy. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Ist ein altes Modell. Ich habe recherchiert, das mache ich immer vorher bei den Handys, auch bei anderen technischen Geräten. Aber Handy ist jetzt sowieso ganz besonders. Man muss jetzt 2 Jahre mit leben, wenn man so ein Vertragsding hat. Und bei diesem Handy ist das, ist es voll aufgegangen. Einzige Manko, es wird mal so hell und dunkel. Das habt ihr vielleicht mal in meinen Videos gesehen. Da gibt es eine App, die Abhilfe schafft. Aber dann fallen halt von diesem Produkt ein paar Eigenschaften, Talente weg, die ich eigentlich genieße. Somit bleibe ich hierbei. Ja, und das andere ist mir zu aufwendig und ich möchte spontan und laufend und beim anderen muss ich dann immer antippen und so. Es ist echt aufwendig, macht mir keinen Spaß, raubt mir dann die Laune. Und wir wollen ja bei den positiven Energien bleiben. So, hier noch ein kleiner Rundblick. Können ja nochmal... Oh, ich habe was vergessen. Haha. Fast vergessen. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und zwar hier. Guck mal. Banane, 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 Banane. 4 Stück. Das heißt, die ist durchgekommen. Eins hatten wir noch gesehen. Oh, ich bin voll in den Brennnesseln gestiefelt. Ich bin gerade voll unachtsam. Aber so ist das, wenn man dann in Eile kommt. Wäre ein bisschen höher, Lars. Die große war, wie gesagt, da. Eine kleine. Ich glaube, das ist auch hinten die. Die dann sich irgendwie blicken ließ. Und dann kamen noch 2. Ist das nicht genial? 4 Stück. Bananenpflanze, ja. Stellt euch das mal vor, wenn hier so ein riesen Ding... Oh, die Hauptpflanze ist nicht durchgekommen. Da sind die Babys davon quasi. Und ich muss sagen, ich werde reich belohnt. Ich kümmere mich auch ganz besonders dieses Jahr darum. Wobei ich nach wie vor noch... jetzt hier oben meine Füße wegen Brennnesseln. Nach wie vor, ja... Dem fehlt noch ein bisschen Farbe, das sehe ich. Aber das Grün kommt zurück, das sah schon schlimmer aus. Ja, übrigens bei Brennnesseln hilft Spitzwegerich. Ein bisschen kaputt machen, Spucke dazu, ab über die Wunde und das hört auf. Ja, da brauche ich unbedingt auch nochmal Saatgut und die Pflanzen im Garten. So, und ich würde mich freuen, wenn ich euch nächstes Mal wieder begrüßen dürfte. Sagt danke fürs Zusehen von ganzem Herzen. Ohne euch würde das hier ja gar nicht irgendwie laufen und... ja, mich haben schon so viele Sachen berührt. Ich freue mich darüber. Das darf gerne weiter so gehen. Bleiben wir in der Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Ich bin raus.